Ich hab's verbockt. Zuckermaus, das Treffen war dir so wichtig. Und es war ja nicht mal deine Absicht. Ich will ja schließlich was von ihr, nicht umgekehrt, weil ich dann zu spät bin. Ja, aber du konntest ja wohl schlecht Frau Sonnenblicher alleine lassen. Das muss sie doch verstehen. Ich rede noch mal mit Desiree. Was? Nein, nein, nein. Doch, die soll mit Frau Krohn sprechen. Ich habe keine Lust, für Clara immer die Kohlen aus dem Feuer holen zu müssen. Was heißt denn immer? Ja, erst bei Lucien. Ach, die Geschichte willst du jetzt noch mal neu aufrollen, Cassandra, ne? Ist schwierig, das habe ich ihr gesagt. Ich hoffe einfach, dass du genau weißt, worauf du dich da einlässt. So oft, wie ich schon vor ihm gewarnt wurde. Zu Recht. André ist ein riesengroßes Schlitzohr. Aber ein ganz besonders bezauberndes Schlitzohr. Sie muss doch verstehen, dass Clara Frau Sonnenblicher nicht einfach im Stich lassen konnte. Clara muss sich einfach mal entscheiden, was ihr wichtiger ist. Puh. Wie herzlos bist denn du eigentlich? Was regst du dich eigentlich so auf? Ich reg mich auf, weil... Weil sie mehr für dich ist als nur eine Freundin. Was? Warum guckst du mich eigentlich nicht an, wenn ich mit dir rede? Schlechtes Gewissen? Nein. Doch. Sonst hättest du ja eine Antwort auf meine Frage. Clara und ich sind gute Freunde. Das geht über eine rein platonische Beziehung weit hinaus. Ja und? Wir kennen uns auch schon eine Ewigkeit. Natürlich sind wir sehr vertraut miteinander. Ja, natürlich. Siehst du? Und daran merkt man, dass du scheinbar noch nie einen guten Freund oder eine gute Freundin hattest. Sonst wüsstest du nämlich, wie das ist. Erklär's mir. Man hilft einander, man vertraut sich, man redet offen. Und bei all dieser Nähe gibt es nicht einen einzigen Hintergedanken. Wie rührend. Komm, spar dir einfach deinen Sarkasmus. Clara ist hübsch. Ja? Sehr, sehr hübsch. Nenn mir einen Mann, der mit so einer Frau nur befreundet sein will. Er steht vor dir. Du machst dir doch was vor.
Warum willst du mir eigentlich die ganze Zeit einreden, dass da mehr ist zwischen Clara und mir? Weil ich sehe, was du nicht sehen willst. Da ist mehr. Deine Eifersucht ist absurd. Nur weil du die Augen vor der Realität verschließt, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch tun muss. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Den Kontakt zu ihr abbrechen? Ja? Es wäre zumindest mal ein Anfang. Ausgerechnet, wenn ich nicht da bin, schießt dir die Hexe ins Kreuz. Du, mach dir mal keine Sorgen. Die Melli und der andere, die helfen mir schon. Ja, und die Spritze hat ja schließlich auch was bewirkt. Soll ich nicht doch lieber heimfliegen? Nein, um Gottes Willen. Du musst doch Hendrik helfen. Und ihr wollt doch mit dem Parkett fertig werden, bis Marie nach Hause kommt. Hallo, Hildegard. Ah, das ist der Alfons. Liebe Grüße. Ja, ich soll dir schöne Grüße sagen von der Clara. Ja. Danke. Du, und noch viel Spaß bei eurer Heimwerkerei. Also, gute Besserung und Bussi. Bussi, mein Schatz, dir auch. Der Alfons lässt sich herzlich grüßen. Danke. So, und jetzt erzählst du mir mal, wie der Termin bei Frau Kohn verlaufen ist. War sehr schlimm, dass du zu spät gekommen bist. Ich hol mir mal kurz einen Tee. Ja, mach das. Also begeistert war sie jetzt nicht. Was hat sie denn zu deinen Entwürfen gesagt? Naja, sie war natürlich nicht begeistert, dass ich zu spät war. Und sie hat den Termin platzen lassen. Was? Ja, nur meinetwegen. Hast du ihr denn nicht gesagt, warum du zu spät gekommen bist? Doch, natürlich. Ja. Hat sie überhaupt nicht interessiert. Und was ist jetzt? Adrian hat gesagt, er kümmert sich. Und vielleicht kann auch Desiree noch was erreichen. Mein Gott, das tut mir so leid. Nein, das muss es nicht. Sag mal, ist Mama auf ihrem Zimmer? Nein, die ist mit André auf der Romantikhütte. Die bereiten sie vor für Frau Kohn und ihren Mann. Ach, das dauert aber lange. Ja, sie hat wahrscheinlich so viel Sonnewünsche. Umso besser. Dann warte ich hier mit dir, falls du noch was brauchst. Nein, das möchte ich nicht. Du hast bestimmt was Besseres vor. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben eine Großmutter. Ich möchte auch Zeit mit dir verbringen. Ich bin so glücklich. Es war so schön. Gut, du, jetzt müssen wir gehen. Was? Wieso denn? Die Hütte ist doch frei nach Frau Krohns Absage. Ja, aber Hildegard macht sich schon Sorgen. Sie hat gesagt, sie kommt ganz gut allein zurecht. Ja, das hat sie nur gesagt, damit wir uns keine Sorgen machen. Bereust du schon? Wie kommst du denn auf sowas? Kann doch sein. Komm mal her. Du, jetzt. Gott, hier sieht's aus. Wir müssen aufräumen. Ja, wie es eben aussieht, wenn man alles um sich herum vergessen hat. Aber stell dir mal vor, wir werden hier von einem Mädchen vom Housekeeping überrascht. Die ihre Chefin mit dem Sternekoch im Bett erwischt. Ja. Und das dann noch rumquatscht. Ich meine, unser Verhältnis zur Geschäftsführung war in den letzten Tagen ja auch nicht das Beste. Könnte echt Probleme geben. Und ein weiterer Fauxpas nach der Geschichte mit Lützow wäre einer zu viel. Du sagst es. Ich fang schon mal an. Ich zieh mich auch gleich an und helf dir. Ja.
Und jetzt könnte ich im Stehen einschlafen. Ja, Hauptsache in meinen Armen. Hm? Meinst du, wir haben Desiree gestört? Nee. Wenn wir zu laut gewesen wären, dann hätte sie bestimmt was gesagt. Oder sie hält's mir nachher vor. So schlecht, wie sie gestern drauf war. Naja, dein starker, großer Freund mit Krücke steht dir ja beiseite. Ach, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich fange einfach schon mal an, bevor ich in den Fürstenhof gehe. Und dann bringe ich noch die Pasteten weg. Nein, das kommt nicht in Frage. Du gehst ins Bett. Ja, keine Widerrede. Ich räume hier auf, dann fahre ich die Pasteten aus und du legst dich jetzt mindestens 2 oder 3 Stunden hin. Ja? Gut. Ich habe den besten Mann der Welt. Vielen Dank. Ab ins Bett. Nein, führe mich nicht in Versuchung und erlöse mich auch nicht von den Pasteten. Im Lavendelzimmer kommt gleich, um seine Rechnung zu zahlen. Er hat's eilig. Alles klar. Hey, bin ich so leicht zu übersehen? Entschuldige, ich war scheinbar in Gedanken. Ist was passiert? Nein, nichts. Alles okay. Komm, ich kenn dich doch. Ich hab mich gestritten mit Desiree schon wieder. Magst du reden? Nein, nein, die beruhigt sich schon wieder. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ich glaube, in diesem Fall kannst du mir nicht helfen. Das ist mein Problem. Du weißt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ja, das weiß ich. Du dich auch auf mich. Hildegard muss ja nicht mitkriegen, dass wir beide... Warum denn nicht? Ich bin ihr Chef. Ja, aber ich bin ihre Stieftochter. Ja gut, wenn dir gerade der Sinn nach einer heimlichen Affäre steht, dann haben wir eben ab sofort... Ja, vor allen Dingen müssen wir darüber reden. Melli? Morgen, Hildegard. Morgen. Ach, sieht das schön aus da. Ja, dann setz dich. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Wenn ich bitten darf. Dankeschön. Langsam. Ja. Sag mal, das war ja gestern lange bei euch mit der Romantikhütte. Ich hab euch gar nicht nach Hause kommen hören. Ja, da haben die Leute dauernd Sonderwünsche und dann kommen die nicht. Wie? Die Frau Krohn ist überhaupt nicht da gewesen? Ja, da war ja die ganze Arbeit für die Katze. Ach, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wissen Sie, was ich bei ihr so gern mag? Dass sie immer und alles positiv sieht. Das ist auch manchmal gar nicht so schwer. Thank you.
Und er hat dir nicht gesagt, worum es in dem Streit ging? Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, ich erzähle ihm doch auch alles. Ach so, dann weiß er jetzt, dass du in ihn verliebt bist. Vielleicht haben sie sich doch auch deinetwegen gestritten und deswegen hat er es dir nicht gesagt. Deinetwegen? Ich weiß nicht. Adrian wollte Desiree noch mal bitten, ein gutes Wort bei Cassandra Krohn für mich einzulegen, aber ist doch kein Grund, sich zu streiten, oder? Vielleicht hatte sie da keine Lust drauf. Oder sie hat sich geärgert, weil es nicht immer um sie ging. Ja, aber das könnte Adrian mir doch erzählen. Frau Morgenstern, jeder zweite Satz dreht sich um Adrian. Dabei hast du doch eigentlich versprochen, dass du das nicht mehr machst und dich mehr auf deine Arbeit konzentrierst. Hab ich schlecht geschlafen? Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Soll vorkommen, wenn man frisch verliebt ist. Oder wenn man einen Auftrag mit Pasteten annimmt und nebenbei noch im Fürstenhof einspringt. Oi. Also wenn du Hilfe brauchst, Verpackung, Auslieferung? Ich hab Hilfe. Lass mich raten. Fängt mit Ost an und hört mit K auf. Was ist mit dem Frühstück für Frau? Frau Krohn. Oh Gott, das habe ich vergessen. Aber das ist fertig. Vielen lieben Dank, ihr seid die Allerbesten. Ich muss weitermachen. Danke nochmal. Fabian, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Ja, klar. Guten Morgen. Du könntest wenigstens grüßen. Morgen. Schön, dass sich das Problem zwischen Herrn von Lütze und Frau Morgenstern klären ließ. Ja, weil sie nachgegeben und sich entschuldigt hat. Ich hätte es drauf ankommen lassen. Sie ist sicher froh, dass die Sache glimpflich ausgegangen ist. Ja, vor allem für dich. Das wäre das Wichtigste. Ich hätte Frau Morgenstern noch kündigen können. Soll sie dir die Füße küssen oder was? Komm, André, lass uns bitte nicht streiten. Wir sind am stärksten, wenn wir einen gemeinsamen Plan und ein gemeinsames Ziel haben. Ja, dein Plan und dein Ziel. Unser Ziel ist das Wohl der Gemeinde und des Hotels. Das ist nicht immer dasselbe. Ich kann ja verstehen, dass du die Denkmalschutzbehörde eingeschaltet hast. Die werden sich bestimmt nicht von ein paar Münzen verrückt machen lassen. Die Experten sind genauso wie ich der Meinung, dass da noch weitere Keltenschätze liegen. Weitere Ausgrabungen werden veranlasst. Aber das kann ja ewig dauern. Ja, Kultur ist eben wichtiger als Reichensport. Oh, diesen Blick kenne ich. Der bedeutet, da ist ja noch was zu machen. André, ich habe eingesehen, dass sich in dieser Sache mit dir nicht verhandeln lässt. Ich sehe doch, dass du einen Plan hast. Und zwar an mir vorbei. Wage es ja nicht, deine Kontakte spielen zu lassen und die Ausgrabungen zu verhindern. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher Politiker die Grabung erstreichelt, Verschwendung ansieht und andere Prioritäten setzt. Seit wann ist denn ein kleiner Ball, der übers Gras hoppelt, wichtiger als ein Keltenschatz? Bisher hast du doch nur ein paar Münzen gefunden. Wenn du gegen mein Projekt vorgehst, dann wirst du eine neue Seite an mir kennenlernen. Und die wird dir nicht gefallen. Aber ich freue mich seit Wochen, seit Monaten auf diese Tage mit dir. Also wenn dir nicht mal unser 10. Hochzeitstag was bedeutet, dann weiß ich auch nicht. Dann zieh doch in dein Büro, verdammt. Guten Morgen. What? Ich bringe ihr Frühstück. Ja, stellen Sie es hin. Hör zu, Darling, ich finde wir... Hallo? Hallo? Frau Krohn, ich wollte mich noch einmal aufrichtigst bei Ihnen entschuldigen. Gut, gehen Sie. Es tut mir so unglaublich leid, dass ich zu spät zu unserem Termin gekommen bin. Aber Ihre Einschätzung meiner Arbeit bedeutet mir so unglaublich viel. Und wenn ich Sie mir eine... Ich jetzt bitte alleine sein. Wenn ich noch irgendwas für Sie tun kann... Gehen Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Es tut mir leid, ich... Mensch, du bist ja schon wieder ganz gut unterwegs. Ja, bald schlage ich dich wieder im Basketball. Ja, klar. Du hast keine Chance. Du hast mich davor schon nicht besiegt. Was? Ja, das eine Mal. Und, gehst du ins Dorf? Nee, ich hatte gerade einen Termin bei der Bank. Oh, Dispo gnadenlos überzogen oder was hat dir die Laune verhagelt? Nichts. Alles okay. Oder auch nicht. Desiree hat einen völlig überzogenen Eifersuchtsanfall. Die hat mir eine Szene gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Seid ihr wieder zusammen? Gerade mal ein paar Tage und schon wieder gibt's den nächsten Stress. Also da hilft nur aussitzen, cool bleiben oder du machst gleich wieder die Biege. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, finde ich auch. Danke. Und?
Um was ging's? Um Clara. Desiree kapiert einfach nicht, dass wir nur gute Freunde sind. Also ganz ehrlich, da verstehe ich sie besser als dich. Ein Mann und eine Frau können keine Freunde sein. Clara und ich kennen uns, seit wir Kinder sind. Und deswegen braucht sich deine Desiree keine Sorgen zu machen. Jetzt hör mal zu. Ich weiß ganz genau, was ich für Desiree empfinde und was für Clara. Und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Dann bist du die berühmte Ausnahme von der Regel. Das musst du jetzt nur noch deiner Liebsten beibringen. Viel Glück. Ich habe keine Lust, Adrian mit Kleinklärchen zu teilen. Manchmal muss man eben gute Miene zum bösen Spiel machen. Sie ist in ihn verliebt. Soll ich zusehen, wie sie ihn andauernd anhimmelt? Was kümmert dich denn auf einmal diese kleinen Mädchenschwärmerei? Ich denke, Adrian will dich. Sie funkt permanent dazwischen. Darf ich ihn noch? Nein! Danke. Hab ich's dir nicht gleich gesagt, dass du sie als mögliche Rivalin nicht unterschätzen solltest? Ja, aber ich will Adrian kein Kind anhängen, damit er bei mir bleibt. Ich zwinge dich doch gar nicht, meine Ratschläge zu befolgen. Hast du nicht irgendeine andere Idee, wie ich Clara loswerden kann? Auf jeden Fall erreichst du gar nichts, wenn du deinem Freund ständig eine Szene machst. Die Freundschaft mit Clara ist ihm nun mal sehr wichtig. Und jetzt? Soll ich so tun, als ob ich das alles in Ordnung finde? Ich kann dir nur einen Tipp geben. Eifersucht macht uns Frauen sehr unattraktiv. Also lass es. Du hast die Gemüsekiste vom Hintereingang, Lammschälen, Kartoffeln marinieren, Seeteufel vorbereiten. Wollen Sie mithelfen? Geht sich. Dann stören Sie. Limetten. Warum sind Sie denn so schlecht gelaunt nach einem Abend mit einer attraktiven Frau? Ich dachte, eine Barfrau sollte diskreter sein. Erstens stehe ich nicht an der Bar und zweitens ist es reine Anteilnahme, wenn ich mich mit Ihrem Befinden erkundige. Ja. Sie sind müde? Also ist es spät geworden? Ich bin topfit und möchte mich meiner Arbeit widmen. Ich finde, Sie könnten glücklicher sein. Und ich finde, Sie sollten gehen. Schade. Ich hätte so gerne noch etwas über das neue Traumpaar des Fürstenhofs erfahren. Michael und ich geben Ihnen sehr gerne den Titel ab. Ihren dusseligen Titel können Sie behalten. Und ich möchte nicht, dass Melly und ich für den neuesten Tratsch herhalten müssen. Ach, Konopkerchen. Bald weiß es doch sowieso das ganze Haus. Melly und André. Melly und André. Sie wollen gar keine Beziehung? Eine schöne Nacht macht doch lange kein Traumpaar. Sieht Melly das auch so? André. Das ist also Ihr Atelier. Schön, dass Sie vorbeikommen. Ja, allzu viel gibt's noch nicht zu sehen. Ich fange ja gerade erst an. Ich war heute Morgen etwas schroff zu Ihnen, das tut mir leid. Mir tut's leid. Ich habe Sie mit meinem Anliegen komplett überfallen. Sie hätten Ihre erste Chance nutzen sollen. Wie ich sagte, ein Notfall in der Familie. Mich lässt man nicht warten. Sie haben mehr Leidenschaft, als ich dachte. Ich liebe meine Arbeit. Zeigen Sie mir Ihre Entwürfe. Wirklich? Na los, bevor ich es mir anders überlege. Also bei dem hier zum Beispiel habe ich ein paar... Please, 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 please. Ein Entwurf muss für sich sprechen. Thank you.
tut mir leid, es ging nicht schneller. Hauptsache, du bist da. Ja, aber nur kurz. Wieder ein harter Tag in der Küche? Ja. Och, und das nach dieser Pastetennachtschicht. Hast du die ausgeliefert? Natürlich. Ich bin der beste Pastetenausträger der Welt. Ich dachte, der beste Brauer der Welt. Ja, das auch. Du, die Geburtstagsgäste waren übrigens begeistert von deinen Pasteten. Ein paar haben sogar nach dem Rezept gefragt. Und dann habe ich auf deine Videos verwiesen. Und ich habe einen neuen Auftrag an Land gezogen. Pasteten für eine Silberhochzeit. Und wann soll die Feier sein? Ja, das ist der Haken an der Geschichte. Morgen. Ist nicht dein Ernst? Ja, aber ich habe noch nicht zugesagt, weil ich mir schon gedacht hatte, dass es stressig werden könnte. Und ja, aber wenn du den Auftrag annehmen willst, dann helfe ich dir natürlich. Aber noch eine Nachtschicht ohne Doppelschicht, das überlebe ich nicht. Dann nimm dir doch ein paar Tage frei. Während Frau Sombichler krank ist. Ich weiß, du bist unentbehrlich, aber es gibt auch noch andere Mitarbeiter in der Küche. Ich habe schon noch einige Überstunden. Sag einfach Herrn Konopka, wenn er dir nicht freigibt, dann kommt sein Braumeister auf ein ernstes Wort vorbei. Okay, ich glaube, das regle ich lieber selber mit ihm. Ein oder zwei Tage werden schon drin sein. Oder nicht? Und Nächte? Da ist sehr viel Schönes dabei. Wirklich? Ja. Sie haben Ihr Handwerk gelernt, haben Talent. Solide Arbeit, würde ich sagen. Danke. Aber mit Strick alleine, da kommen Sie nicht weit. Trauen Sie sich was? Okay. Pimpen Sie Ihre Entwürfe auf. Blogger müssen Ihre Mode tragen. Sie sind hier in einem Kaff. Und wenn Sie wollen, dass die Welt da draußen jemals von Ihnen hört, dann müssen Sie Ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Style finden. Ja, aber wie finde ich den? Zulassen. Es muss aus Ihnen herauskommen. Es muss in Ihnen drin sein. Man hat es oder man hat es nicht. Ich weiß, das klingt hart. Ich wollte ein ehrliches Feedback. Dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Folgen Sie Ihrem Herzen, Clara. Weil nur dann haben Sie einen Hauch von Chance, Designerin zu werden. Mittelmaß gibt es genug. Heben Sie ab. Fly! Danke. Oh, hallo. Wie schön, du hast auch Pause. Ich wollte dich was fragen. 4 Wochen vegan, ein Selbstversuch? Nein, das hier. Achso, Klavierkonzert in München. Hast du Lust mitzukommen? Aber ich verstehe gar nichts von Klaviermusik. Du sollst ja auch nicht spielen, sondern zuhören und genießen. Ja, wenn du keine Lust auf klassische Musik hast, dann können wir auch was anderes machen. Ich muss dir was sagen. Du hast keine Zeit. Ja, das auch. Unsere gemeinsame Nacht war wunderbar. Das finde ich auch. Ja, du bist eine faszinierende Frau. Und du ein toller Mann. Du bist attraktiv, interessant, sympathisch. Danke. Kommt jetzt ein Aber? Was zwischen uns war? War schön, aber bleibt natürlich eine einmalige Sache. Das wolltest du doch sagen, oder? Ja, guck nicht so, ich sehe es genauso. Wirklich? Ja, hast du jetzt gedacht, ich will dich gleich heiraten?
Nein, nein, also tut mir leid. Wenn ich glücklich bin, dann kann ich mich manchmal kaum bremsen. Und ja, dann kann man das leicht missverstehen. Ja, dann... Ja, es war schön mit uns und jetzt ist es auch gut. Wir können ja Freunde bleiben. Vielleicht möchtest du ja jetzt mit mir ins Konzert gehen. Gern. Übst du schon jeden Tag und triffst diesen Kinderkorb immer noch nicht? Oh, wow, jetzt hast du es mir aber gegeben. Warum denn eigentlich? Nur weil ich heute Morgen nicht so gesprächig war? Ach was, ich verbuch das unter das Schweigen der Männer. Kommt ja einer nach dem anderen. Bist ja richtig gut drauf. Was ist denn los? Stell dir vor, Cassandra Krohn war gerade bei mir im Atelier und sie hat sich meine Entwürfe doch noch angeschaut. Echt? Und jetzt will sie wahrscheinlich alle kaufen und als ihre eigenen ausgeben. Naja, aber sie hat mir gesagt, was noch fehlt. Ja, nichts. Die sind perfekt. Es fehlt noch das Besondere. Das klingt ja hart. Ich bin so froh, ich weiß endlich, was ich machen muss, um weiterzukommen. Ein Kompliment. Du kannst echt gut mit Kritik umgehen. Wie kam es denn dazu, dass du noch mal eine Chance bekommen hast? Vielleicht hat der Desiree doch noch mal ein gutes Wort für dich eingelegt. Ich weiß nicht. Ich will jedenfalls sofort umsetzen, was sie mir gesagt hat. Ja, ich merke schon, ich störe dich nur in deiner Genialität. Sozusagen, ja. Aber es sei dir verziehen, denn ich halte dich ja schließlich auch vom Sport ab. Nee. Das hier ist nur ein Hobby. Aber die Mode ist deine Zukunft. Ich weiß das. Du entschuldigst mich. Ich muss noch mal rein, die Arbeit ruft. Aber wir sehen uns noch, okay? Okay. Später. Ciao. Selbstverständlich ist das Baby und die Gesundheit meiner Mitarbeiterin wichtiger. Hey! Umrühren, reiben. Deswegen soll sie ab sofort auch schön liegen. Aber ich brauche auch ab sofort einen Ersatz. Feiner. Morgen erwarte ich den ersten Bewerber, ja? Geht doch. Hier, 2 Minuten schlagen. Herr Konopka, ich müsste Sie ganz kurz sprechen. Es geht um meine Überstunden. Ja, meinen Sie, ich habe keine? Doch, ich weiß, dass Sie gerade ganz viel Stress haben, weil Frau Sommbichler krank ist. Haben Sie etwa Urlaub? Nur 1-2 Tage. Wie viele Hände sehen Sie? Na kommen Sie, soweit werden Sie ja wohl noch zählen können. 2. Genau. Sie können zwar viel, aber nicht alles. Bitte, ich bin noch nicht einzige. Ich brauche Sie hier. Nur ein paar Stunden. Meine Assistentin im Bürgermeisterbüro erwartet ein Baby und muss den Rest der Schwangerschaft liegen. Also brauche ich eine neue Mitarbeiterin, die muss ich auch noch einarbeiten. Das tut mir leid. Ja, und mein Braumeister ist auch noch krank. Aber nur einen Tag, wenn ich... Die Stellenausschreibung habe ich schon herausgegeben. Und wenn der erste Bewerber kommt, ist morgen vielleicht schon das Vorstellungsgespräch. Dann könnte ich doch da vielleicht... Wenn Sie Ihren Brauer pflegen wollen, dann tun Sie das in Ihrer Freizeit. Und sorgen Sie dafür, dass er bald wieder an seinem Arbeitsplatz ist. Konopka, es wäre wirklich, wirklich wichtig für mich. Sie haben hier in meiner Küche bei mir einen Ausbildungsplatz. Das müsste für Sie das Allerwichtigste sein. Ab in die Kühlung, Fleisch holen. Geht doch. Geh weg. Muss ich unserem Chefkoch die Ohren langziehen? Es war so ein schöner Abend. Aber? Er will nichts Festes. Hat er das genau so gesagt? Und du hast mich noch vor ihm gewarnt. Ja, aber ich habe dich ja auch allein mit ihm in der Hütte gelassen. Ach, Millie, kannst du das nicht einfach als kleines Abenteuer verbuchen? Ich habe mich in ihn verliebt. Ja, weinen ist gut. Aber wer zu viel weint, der riskiert, dass er geschwollene Augen kriegt und irgendwann vielleicht auch einen verhärmten Zug um den Mund. Ist es das wert?
Was mache ich denn jetzt? Weißt du was? Du kommst nachher zu mir einfach in die Bar, ja? Ich habe für solche Gelegenheiten einen fantastischen Cocktail. Der heißt Bye Bye Love. Ich bin schon fertig. Ich habe nur noch schnell Bilder von Cassandra Krohn hochgeladen. Wieso? Das Treffen auf der Romantikhütte ist doch ausgefallen. Ja, ich habe stattdessen Bilder von ihr beim Reiten, in ihrer Suite und im Fitnessbereich gemacht. Die sind gut. Wenn du einverstanden bist, dann leite ich sie gleich an verschiedene Hochglanzmagazine weiter. Die berühmte Designerin holt sich Inspiration am Fürstenhof. Ja, tu das. Tut mir leid, dass ich gestern so zickig war. Ich hätte dich wegen Clara nicht unter Druck setzen dürfen. Also akzeptierst du unsere Freundschaft? Nimm meine Eifersucht einfach als Beweis meiner Liebe. Desiree, du musst nicht eifersüchtig sein. Also, ist alles wieder gut zwischen uns? Danke, dass du dich auch nochmal für Clara bei Cassandra Krohn eingesetzt hast. Habe ich doch gerne gemacht. Wann feiern wir unsere Versöhnung? Also, heute habe ich noch eine ganze Menge auf dem Tisch. Du kannst dir doch mal eine Stunde frei nehmen. Wir könnten ein paar Picknicken oder sowas. Das hört sich gut an. Gerettet. Das war ja auch meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Oh. Ach, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was das ist, aber du siehst heute so anders aus. Das ist wahrscheinlich das Make-up. Oh nein, das ist alles. Das ist, wie du dich bewegst, wie du tanzt, wie du lächelst. Du bist wunderschön. Darf ich vorstellen? Tada! Die dünne Betty. Nein, eine Strickmaschine. Ganz genau. Du bist ja völlig verrückt. Danke. Als Alkohol. Frische Luft ist immer gut. Und wahrscheinlich viel besser als mein Cocktail. Vor allem, wenn er Bye Bye Love heißt. Ich will mich nämlich gar nicht von der Liebe verabschieden. Wenn ich nur wüsste, was ich falsch gemacht habe. Gar nichts. André hatte in den letzten Jahren einfach viel Pech in Liebesdingen. Du meinst, er hat Angst, sich auf jemanden einzulassen? Ja, so kann man das durchaus sagen. Vielleicht sollte ich dann seine Abfuhr gar nicht persönlich nehmen. Aber ist eine Abfuhr nicht immer persönlich? Nicht, wenn ein Mensch schon so oft verletzt worden ist, dass er an die Liebe nicht mehr glauben kann. Dann ist es Selbstschutz. Aber der Glaube an die Liebe, der kann auch wieder wachsen. Also, wenn man im richtigen Moment den richtigen Menschen trifft, kann es durchaus passieren. Aber wenn es nicht passt. Aber es kann doch sein, dass ich dieser richtige Mensch für André bin. Und er es nur noch nicht gemerkt hat. Melli, überstürz mal nichts.
Am Ende bin ich diejenige, die sein Herz heilen kann. Freut mich, dass Sie mit der Dorade zufrieden waren. Die Kräuterkruste komponiere ich je nach Jahreszeit neu. Vielen Dank. Herr Konopka? Sind Sie mit dem Törtchen zufrieden? Ich habe gehört, Sie wollen morgen schon wieder ein paar Stunden frei machen. Ja, ich habe einen wichtigen Termin, aber mein Küchenteam weiß Bescheid und wird die Aufgaben bravourös meistern. Spielen Sie wieder den Grüße-August für Bichelheim. Er muss sich doch auch noch um seine Brauerei kümmern, Friedrich. Ich suche einen neuen Mitarbeiter für das Bürgermeisteramt. Was ist denn mit Ihrer Mitarbeiterin? Ja, die ist schwanger und braucht sehr viel Ruhe. Und ich schaue mir heute einige Bewerber an. Na, ich schaue mir nicht an, wie Sie Ihren Job als Chefkoch vernachlässigen. Nur, um in unserer Gemeinde einen auf Mister wichtig zu machen. Ich mache meine Arbeit mehr als gut. Haben Sie eben gehört, was der Gast über mein Menü gesagt Nein, hat? Nein, aber jeder ist ersetzbar. Da schließen Sie wohl von sich auf andere. Herr Konopka, bitte. Man kann vielleicht ohne Ausbildung und Inspiration ein Hotel führen. Aber keinesfalls eine erstklassige Küche. Entschuldigt mich. Ich muss ein paar Telefonate führen. Ja, Beatrice Hofer hier. Ich habe morgen einen Termin für Sie. Halten Sie sich bitte bereit. Gut. Hey. Hey. Na, ein Haufen neuer Entwürfe? Jede Menge. Also hat Cassandra Krohns Kritik tatsächlich deine Kreativität geweckt? Oder waren das der See, die frische Luft? Naja, mir hilft's immer, wenn ich an was Schönes denke. Und an was hast du gedacht? Willst du mal sehen? Auf jeden Fall. Komm, setz dich. Danke. Wow. Wow, das sieht echt gut aus. Du entwickelst dich wirklich weiter. Danke. Lieb von dir. Ich meine das wirklich so. Bist du verabredet? Ja, ja, mit Desiree. Aber scheinbar verspätet die sich ein wenig. Sag mal, dieser Park und das alles hier, erinnert dich das nicht auch immer wieder an unsere Ausflüge von früher? Ja, klar. Unsere Picknicks hatten schließlich Tradition. Oh ja. Und dieses Einschlafspiel. Ja, mit dem du William und mich immer auf den Arm genommen hast. Wir haben ewig nicht kapiert, dass du dich einfach nur bei uns lustig machst. Tja, wir könnten es wieder spielen. Weißt du noch, wie es geht? Wir legen uns alle hin und wer zuerst einschläft, schreit jetzt. Ganz genau. Habt euch damals immer so reingesteigert, dass ihr vor lauter Geschrei kein Auge zugetan habt. Komm, versuchen es noch mal. Wie wir hier liegen, fast wie damals als Kinder. Und doch ist es etwas ganz anderes. Ihm so nah zu sein. Ich wünschte, dieser Augenblick würde nie vorbeigehen. Gute Heimreise, Frau. Merci. Tut mir leid, dass dein Besuch nicht so romantisch geworden ist, wie er hofft. Ist ja nicht deine Schuld. Du hast alles gemacht, dass ich mich hier wohlfühle. Ich habe gehört, du hast dir Claras Entwürfe doch noch angeschaut? Ja. Die ist kämpferischer und hartnäckiger, als ich dachte. Ja, die kann nervig sein wie eine Klette. Ja, hat aber auch Talent und Ideen. Du traust dir eine Karriere in der Modebranche zu? Why not? Dann stell sie doch als Praktikantin bei dir ein. Gar keine schlechte Idee. Also, es war jetzt eher ein Scherz. Ich hab's nicht so gemeint. Ich denk darüber nach. Bye. Bye-bye.
arbeitest zu viel. Mhm. Ja. Ich hab Nachtschichten, Doppelschichten und dann wuppe ich auch noch die Küche mit meinen Kollegen, während der Chef einen Termin hat. Wenn der Konopka dich nicht hätte, Und trotzdem gibt er mir keinen frei. Ach, du hast einfach einen schlechten Moment erwischt. Es gibt keinen guten, seit Frau Sonnenbichler krank ist. Jetzt muss er auch noch eine neue Assistentin als Bürgermeister finden. Und dazu fehlt ihm auch noch sein Braumeister. Ja, und das hat er mir auch schon öfter unter die Nase gerieben. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum er da nicht noch ein bisschen mit warten kann. Manchmal ist er einfach nur anstrengend. Ich sag den Pastetenauftrag ab. Was? Nein. Doch. Nein, das wäre voll schade. Ja, aber guck mal, ich krieg jetzt schon kaum Schlaf und morgen ist wieder so viel los im Fürstenhof. Wer sagt denn eigentlich, dass du arbeiten musst, nur weil dein Chef einen Termin hat? Hast du mir nicht zugehört? Er gibt mir nicht frei. Vielleicht bist du ja krank. Du meinst, ich soll blau machen? Adrian? Adrian? Ist er eingeschlafen oder tut er nur so? Er schläft wirklich. Wie süß. Allerdings das Turnier auf 1-2 Jahre verschieben. Seit wann wissen Sie das? Ich hatte gehofft, die Ausgrabung verhindern zu können. Seit wann wissen Sie das? Weißt du, was mich am meisten nervt? Dass Konopka mit seinem Bürgermeisteramt immer am längeren Hebel sitzt. Fragt sich nur, wie lange noch. Bitte? Tina, warum meldest du dich nicht krank, bevor du hier so ein Chaos anrichtest? Ich bin nicht krank. Naja, zumindest bist du lebensgefährlich für alle anderen. Und da vorne brennt was an. Da brennt was an. Hast du mich gerade im Schlaf auch geküsst? Nee. Du bist mir nicht mit der Hand durch die Haare gefahren. Nee, das hast du geträumt. Das hat sich aber sehr real angefühlt.